Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter 5, der Orden des Phönix. Mich macht unser Schnatz da oben gerade ein bisschen wahnsinnig. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Okay, wir waren doch eigentlich schon in der Bibliothek, oder? Und haben das Spiel mit dem... Badezimmer entdeckt 100%. Ach, hier können wir auch noch... Das ist ja... Wow. Entdeckt 0. Steinkreis. Okay. Kerker. Hagrids Hütte. Das finde ich klasse. Nun. Jungenschlafsaal. Da kommen wir irgendwann noch rein. Gehen wir halt nochmal in die Bibliothek. Ich würde vorschlagen, jetzt erstmal auf direktem Weg. Unheil angerichtet. Auf direktem Weg zur Bibliothek und... Im zweiten Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Portiers ja, einen Gang. Ja, Hermienchen, das wissen wir schon. Ach. Aber ich argwöhne, das Spiel lädt hier währenddessen gerade... fröhlich nach, deswegen lassen wir es einfach mal. Treppe, komm wieder her, ich will hier lang. Wir flitzen nochmal in die Bibliothek, wir machen nochmal diese witzige Jagd auf das Buch. Treppe, ach man, würdest du bitte dich mal hierher bewegen? Ach Mensch. Gehen wir zur Bibliothek. Ja. Und dann geht es nonstop weiter. Schließlich ist, Ich bin froh, dass nur wir von diesem Raum wissen, Harry. Dann kommt auch keiner her, um mich zu ärgern. Aber du musst mich bald wieder besuchen, ja? Ja, ja. Liebe Myrte, das kriegen wir auch noch hin irgendwann. Hoffe ich. Da rein. So, wo gehen die Fußtapsen hin? Gar nicht zu. Mein Vater besorgt mir Karten für das Spiel gegen Irland. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Toll. Warum stehen da zwei Mädels und ich höre die Stimme von einem Jungen? Kommst du mit zum See? Das ist eine gute Idee. Lasst mich hier vorbei. Und, oh, Junge, die Steuerung macht mich wahnsinnig. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen hindert. Haben wir das Passwort? Ja, Herr Mädchen. Lodernde Ohrwürmer. Ah, sie sind überall. Komm, lass mich rein. Wenn du Zauberkunst üben möchtest, und nu? Kannst du dich stets an Professor Flitwick wenden. Wir können später zu. Kameramann, würdest Hi. Du mal... Hi. Danke. Hi, Harry. Ach, lass mich doch in Frieden mit eurem Hi, Harry. Die einen kratzen sich ein, die anderen dissen mich. Die wollen mir einen Weg abschneiden. Bäh. Das sind keine netten Mitschüler. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen hindert, oder? Wir sind doch schon auf dem Weg, Hermine. Auch wenn es ein bisschen doof ist, weil das hatte ich ja eigentlich schon gemacht. Potter, Baby. Hau ab, du Zwerg. Wer ist hier ein Zwerg? Ich? Warum hören die nicht mal auf damit? Moment, das Ding da hinten hatten wir auch schon entdeckt. Ich, das geht hier vor sich. Nein, Harrylein, nein. Nicht das Bild. Wenn ich jetzt hier wieder Punkte kriege, dann ist irgendwas beim Speichern schiefgelaufen. Okay, wir haben wieder weniger Punkte. Da ist wohl beim Speichern was schiefgelaufen. Spielfortschritt 23, Hogwarts entdeckt 39. Ja. Uns fehlt noch ein Geist. Charaktere, Zauberschach. Aha. Die Pakete, aber die Insignien haben wir immer noch alle, das ist gut. Tierspuren, Zauberertafeln, 3 von 15, ja gut. Das finde ich jetzt nicht so. Und Hogwarts aufgeräumt fehlen uns noch.
Ja. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich mache mich jetzt nicht auf die Suche, ob da irgendwo noch ein Speicherstand ist. Das Buch müsste hier irgendwo sein. Da ist es, dort oben. Das brauchen wir. Wir machen jetzt hier das Spielchen. McGonagall hat uns noch nicht beigebracht, wie man sich in einen Vogel verwandelt, oder? Und dann... Das können auch nur Animagi, mein Lieber. Aber... Depulso! Nein, du sollst ihn zum Fliegen bringen, mein Junge. Wingardium Leviosa! Genau, wir brauchen den Tisch irgendwie hier. Reicht das schon? Hat jemand ein Netz? Ja, es fliegt weiter, es reicht schon. Ich mache mich jetzt nicht auf die Suche. Wir machen das Spielchen hier nochmal und dann hoffen wir, dass es beim nächsten Cut besser speichert. Ist ja jetzt eigentlich auch kein Aufwand, auch so ein paar Sachen halt einfach zu wiederholen mit diesen Insignien oder Tafeln oder was das ist zum Beispiel. So. Mein lieber Harry, geh hier drauf. Achtung, es bewegt sich wieder. Ja, Ronald. Aber jetzt ist es mal nicht so chaotisch wie beim letzten Mal, habe ich das Gefühl. Wir kommen jetzt doch besser voran. Nee, wieso rutschst du da in die Mitte vom Regal, du kleines dummes Buch? Zauberstäbe raus und... Wingardium Leviosa! Ich bewege meine Maus. Seid still, sonst hole ich Madame Tins. Es war komplett anders, als es hier bei dem Zauber vorgegeben war, aber... Solange es funktioniert... Ja, dann hol doch Madame Pins, dann soll die uns das Buch fangen. Hätte ich doch nur meinen Besen. Ist die überhaupt... Ich weiß gar nicht, war die eine Squib oder ist die Magie begabt? Ich weiß es nicht mehr. Da ist es doch. Gut, dann... Aufregendes Leben, was? Harry, du bist... Naja. Okay. Das ist nicht das richtige Buch. Das ist aus der verbotenen Abteilung. Es muss ausgebüxt sein. Wir sollten uns irgendwohin verziehen, wo wir es ungestört lesen können. Wie wär's mit der Toilette der maulenden Myrte? Tolle Idee. Genau, da mussten wir hin. Aber Herminchen, ich hätte schon gedacht, dass du... eigentlich... sagst, dass wir es zurückbringen müssen und nicht irgendwo ungestört lesen. Ist das nicht ein bisschen regelwidrig? AST... STU, nein. Wo ist denn die Toilette der Myrte? Viadukt. Wahrsagen, Zauberkunst, Zaubertrank. Oh mein Gott. Vertrauensschülerbibliothek. Ah, bei M vielleicht? Myrtes Toilette? Myrtes Badezimmer, genau, das da. Das hat er jetzt automatisch schon entdeckt. 0%. Da gibt es auch noch ein paar Dinge zu finden. Okay. Machen wir uns auf den Weg. In der Bibliothek haben wir auch noch nicht alles erkundet. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht noch hinkriegen. So, wir sind im zweiten Stock. Wo ist die Toilette? Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Hermine, wir sind doch schon unterwegs. Junge, der Teppich ist nicht mehr... Nein, die haben wir schon gemacht, die Teppiche scheinbar. Sonst, ich hoffe, dass das ein Hinweis ist, sonst würde ja die Zauberstabspitze blau glimmen. Ist hier eine Tür gewesen? Geht die auf? Hm. Aber gut, dass wir der Dame hier ausgewichen sind, der Geisterdame. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Muss ja sehr unangenehm sein, von so einem Geist berührt zu werden. Wenn der einfach durch einen hindurch schwebt. So. Lass die mich vorbei. Mir fehlen 3 Karten, mehr nicht. Hast du sie? Ach, das waren noch Zeiten, als wir die Karten gesammelt haben. Das waren noch Zeiten, Leute. Vorsicht, er ist verrückt. Ja, ja. Wer? Hey. Hallöchen, Harry. Hallo. Oh, das sind mal welche freundlich. Was glaubst du, wie die Antwort lautet? Kann ich mal den Brief sehen? Das sollte zu Crab und Golf fragen. Wieso die beiden? 30 Briefe verschicken. Kannst du mir helfen, ein paar Schuhe zu 30 Briefe? Ach du meine Güte. Hast du so viel Brieffreunde? Oder musst du irgendwelche von dem ganzen Gelaber. Einladungen verschicken für, keine Ahnung,
ein Event, ein Fest. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Hermine, wir sind schon auf dem Weg, also bitte. Ich finde das aber ganz knuffig mit der Karte und den Fußstapfen hier, um einen Weg zu finden. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Hast du auch noch eine andere Platte auf Lager, meine Gute? Hier rein, oder? Okay, hier gibt es noch Dinge zu bezaubern. Das ist dann auch mal noch ein Punkt, wo ich sage, wir grasen dann ab irgendeinem Punkt in der Geschichte. Ich würde sagen, wenn wir alle Zauber haben. Uns fehlen ja immer noch zwei Zauber auch. Dann grasen wir mal die komplette Karte ab und versuchen, wenn der uns da so schön hinschreibt, wie viel wir schon entdeckt haben pro Abschnitt, dann werden wir da einfach mal versuchen. Was guckst du das Ding so an? Suchen wir einen Ort, an dem uns niemand stört. Ja, halt die Klappe. Nee, geht nicht. Haben wir schon, wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, ab irgendeinem Punkt grasen wir einfach mal alles ab. Depulso! Was willst du jetzt? Ich frage mich, warum nie jemand in Myrtes Toilette vorbeischaut. Vielleicht solltet ihr drei sie mal besuchen. Wir sind doch schon auf dem Weg, Nikolas. Darum? Ja, gut. Da gibt's auch noch Geheimnisse, ne? Bei Myrtes Toilette. Wo dann jetzt lang? Das ist sie schon? Okay. Nicht das Vertrauensschülerbad? Ach, Ronald, hab dich nicht so. Keine Ahnung, warum es in die verbotene Abteilung gehört. Ein Buch über die praktische Anwendung von Zaubern. Das ist es also. Praktische Anwendung. Ich wette, Umbridge hat es dort hingestellt, damit wir keine Zauber üben. Na los, Harry, welchen sollen wir lernen? Was? Der eignet sich für den Anfang ganz gut. Incendio. Juhu. Hier steht, man soll den Zauberstab ausrichten, ihn dann so schwenken und den Zauber sprechen. Wir lernen einen neuen Zauber. Incendio! Hey, was nächst? Incendio! Prima, okay. Zünde eine andere an. Super. Hey, das fetzt. Da können wir jetzt diese ganzen Dinger anzünden. Hier. Na los, Harry. Und das ist dann schon wieder das nächste, wo wir... Wo ist denn noch eine nicht brennende? Hier. Und da. Nein, die ist schon. Die da. Danke, Harry. Und dann kriegen wir wahrscheinlich auch wieder Punkte. Na nü? Licht aus! Ich hab Kopfschmerzen! Kenn ich. Ach, Myrtelein. Du bist Harry. Du hast versprochen, mich zu besuchen. Und da bin ich. Hallo, Myrte. Dieses Buch ist wirklich nützlich. Wirst du uns zwingen, es zurückzubringen, Hermine? Bibliotheksbücher sind zum Ausleihen da, also tun wir nichts Unrechtes. Verlasst euch auf mich. Gehen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir müssen uns auf unseren Hogsmeade-Besuch vorbereiten. Hogsmeade? Oh, jetzt werden wir schon wieder Serious? So, Umbridge macht also Schwierigkeiten. Sie lässt uns nicht zaubern. Tja, weil Fudge denkt, dass Dumbledore in Hogwarts eine Zaubererarmee aufbaut. Da kommt jemand! Tut mir leid, ich muss jetzt hier weg. Mann, verflixt. Klasse. Voldemort ist auf dem Vormarsch und Fudge hilft ihm noch dabei. Was sollen wir bloß machen? Die jagen ganz schön durch die Geschichte, aber ich finde es trotzdem besser als Teil 4. Das muss ich sagen. 1000-mal besser. Vor allem grafisch. Wir müssen uns selbst verteidigen können. Und wenn diese Umbridge uns das nicht beibringt, muss ein anderer uns unterrichten. Wer will schon von mir was lernen? Alle? Wenn du sowas wirklich erlebst, ist das nicht wie in der Schule. Wenn du um ein Haar ermordet wirst. Oder wenn ein Freund stirbt direkt vor deinen Augen. Du hast recht, Harry. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Wir haben sonst nicht die geringste Chance gegen Voldemort. Dumbledores Armee. Yay. Sie machen alle mit.
Wenn wir jetzt aber schon... Wir müssen Neville finden. Suchen wir Neville. Mal wieder. Wenn wir jetzt aber schon so weit sind, habe ich wirklich langsam Angst, dass wir einiges verpassen. Wir haben jetzt den Incendio gelernt und ich würde denken, damit machen wir erstmal das Schloss unsicher. Aber Neville suchen, das ist jetzt schon wieder ein Punkt. Kommen wir in die Schlafsäle? Nein, noch nicht. Das ist wieder ein Punkt, wo ich denke, er hat gespeichert. Deswegen würde ich jetzt hier schon fast einen Schnitt setzen. Herminchen, lässt du mich bitte durch? Danke. Ja, ich weiß, ich muss noch ein paar Parts produzieren für den Vorlauf, aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen ruhiger, ich bin ja eh nie so aufgedreht, aber ich habe gerade ziemliche Kopfschmerzen heute, wird wahrscheinlich wieder an diesem blöden Wetter rauf und runter liegen. Und, naja, dann machen wir die Parts halt etwas kürzer. Also wenn ich Dinge jetzt übersehen sollte oder so, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Neville, wo ist denn der schon wieder? Da hinten, sind das die Gewächshäuser? Ja, Neville. Nein, ich will aber nochmal gucken. Geh. Gryffindor Gemeinschaftsraum. Hier fehlen auch noch Dinge. 83% entdeckt. Da halten wir uns gerade auf im Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gibt es noch Dinge zu entdecken? Wie geht's? Ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Schnitt, würde ich sagen, und dann sehen wir uns sofort, das war ich aber nicht, in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir vielleicht ein Däumchen hoch da. Gerne auch einen Kommentar. Aber wenigstens ein paar Aufrufe, dass es nicht tagelang auf Null bleibt. Das würde mich schon freuen. Ich denke, mit dem Wappen da oben geht auch noch irgendwas. Ganz bestimmt. Das kann man reindrücken, rausziehen, was weiß ich. Können wir das noch mal eben probieren? Depulso! Nicht der Stuhl. Nicht der Stuhl, Harry. Das Wappen. Da oben. Er will es nicht anwählen. Nee, das ist der Holzkorb. Das sieht aber doch so aus. Können wir das nur von oben? Mal ein bisschen Holz nachlegen? Junge. Ach, Mensch, jetzt lauf. So. Was genau haben wir jetzt angezaubert? Irgendwas im Schlafsaal. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte mal gucken, ob mit dem Wappen da hinten was geht. Aber von hier geht nichts mehr. Keine blaue Spitze. Mist. Hier ist wieder eine blaue. Da war wieder. Aktion! Da ist wieder irgendwas, das geht. Wir können vielleicht den Kronleuchter mit Incendio anzünden. Ach, das sind die Bücher hier. Ja, das ist nix. Tja, können wir die Lampe anzünden? Diese kleine. Ich will nicht die Katze anzünden. Also Hallöchen, nicht, Harry. Hey. Nicht falsch verstehen. Nee, da kommen wir jetzt nicht durch, weil da randaliert wurde. Gut, nein, dann setze ich jetzt hier den Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Einen schönen Abend noch.